Eisstückchen. Ich liebe Kugeln. Einfach, verschwiegen und knallhart. Eigentlich genau wie Sie, Wilmore. Aber in den richtigen Händen, da sprechen Sie wahre Bände. Soll ich diese hier mit der letzten Kugel vergleichen? Gehen Sie so vor wie immer. Na gut, dann mache ich das so. Donnerwetter. Was ist das? Eine Bombe? Keine Ahnung. Ich denke nein, aber Sie müssen für mich herausfinden, was es tatsächlich ist. Euer Wunsch sei mir Befehl. Sind diese Fingerabdrücke schon fertig? Hier sind sie zwar schon, aber ich muss sie ja schließlich noch bearbeiten. Ihre Entschuldigungen klingen verdächtig nach Gewerkschaft. Was tun Sie denn da? Nein, Mann, was tun Sie denn zum Teufel? Sie sollten mich über Ihren Fall auf dem Laufenden halten. Aber haben Sie mich informiert? Nein. Ich wurde vollkommen im Dunkeln gelassen. Sie wissen doch, wir arbeiten nach dem Partnerprinzip. Was ist, wenn Ihnen etwas zustößt? Was wäre denn dann mit Ihrem... Augenblick mal, warten Sie, nur die Ruhe. Reden wir einfach darüber, okay? Es gibt keinen Grund, in die Luft zu gehen. Lassen Sie uns reden. Oh Mann, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin nicht gut drauf. Ich wurde von zwei Typen in einer Limousine verfolgt. Ich weiß zwar nicht, wer die sind, aber sie arbeiten offenbar für die Regierung. Ich glaube, Mulder und Scully sind über einen Korruptionsfall gestolpert, der bis ganz nach oben ins FBI führt. Dafür gibt es sehr wenig Beweise. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Aber im Augenblick bin ich nun mal dieser Meinung. Gut, informieren Sie mich. Eigentlich habe ich nichts. Jedenfalls keine handfesten Spuren, die irgendeinen Sinn ergeben würden. Das ist aber schade. Was sagt Skinner dazu? Keine Ahnung, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Halten Sie mich einfach auf dem Laufenden und ich werde auch tun, was ich kann. Ich war einfach zu beschäftigt. Sicher. Aber ich kann Ihnen helfen. Wenn Sie so feststecken, kann doch jede Kleinigkeit bedeutsam und wichtig sein. Je mehr ich weiß, desto besser kann ich meinen Job machen. Und warum fand man Ihre Fingerabdrücke auf der Tarakan? Was? Die Tarakan. Das ist ein Hochseeschlepper, der gebrannt hat. Ja, das weiß ich. Worauf wollen Sie hinaus? Warum wurden Ihre Fingerabdrücke auf einem Schiff gefunden, das im Zusammenhang mit 10 Todesfällen und 2 Verschwundenen steht und von dem Sie eigentlich gar nichts wissen dürften? Ich erhielt vor 2 Monaten den Auftrag, in dieser Brandsache zu ermitteln. Ich konnte nichts finden. Ich war ein paar Stunden an Bord und das war's. Und warum weiß ich davon gar nichts? Keine Ahnung, vielleicht waren Sie auf der Toilette. Hören Sie, ich habe das nie erwähnt, weil ich es bedeutungslos fand. Ich übergab meinen Bericht Shanks und das war's dann. Na schön, vielleicht habe ich einen Fingerabdruck hinterlassen, aber das ist alles, was ich falsch gemacht habe. Warten Sie mal. Vielleicht werde ich ja deswegen beschattet. Ich hatte die Mannschaft als Schmuggler verdächtigt und das schrieb ich auch in meinen Bericht. Und wenn die meinen Bericht kennen, dann ist jemand vom FBI involviert. Nein, hören Sie, das ergibt absolut einen Sinn. Es gibt einen mächtigen Schmugglerring. Der Beamte schmiert, vielleicht sogar FBI-Agenten, damit die nicht nur wegschauen, sondern auch manchmal tatkräftig Hilfe leisten. Das schließt auch die Beschattung von Agenten ein, die der Wahrheit zu nahe gekommen sind. Herrgott, und es ist gar nicht abzusehen, wie hoch das geht. Also hören Sie, wir dürfen kein Risiko eingehen. Sie müssen mich auf dem Laufenden halten. Ich will, dass Sie mit niemandem außer mir sprechen, bis wir herausfinden können, was hier los ist. Und jetzt verschwinde ich, bevor mein Wagen gesehen wird. Okay, ich leg mich auf die Lauer. Beim Lagerhaus? Mhm. Seien Sie vorsichtig.
Ja. Ich habe vielleicht Neuigkeiten. Guten Morgen. Was ist denn mit Ihnen los? Ich habe gestern Nacht gearbeitet. Was ist denn mit Ihnen los? Ich habe nicht gearbeitet. Wie spät ist es? Schon fast Mittag. Wir haben ein Verbrennungsopfer. Die Verletzungen sind offenbar die gleichen wie bei der Mannschaft der Tarakan. Ich habe alles auf diesem Videoband. Lassen Sie es mich nur zurückspulen. Hey, da blinkt ja gar nicht Mitternacht. Beeindruckend. Ich stehe auf Männer, die ihren Videorekorder im Griff haben. Woher wissen Sie von den Verletzten auf der Tarakan? Ich kann Ihnen die ursprünglichen Autopsieberichte gern mal zeigen, wenn Sie sie sehen wollen. Wer ist das Opfer? Ein Lastwagenfahrer bei Gordon's Hauling in Charno, Name unbekannt. Um welche Uhrzeit war das? Das war um 6.17 Uhr heute früh. Woher haben Sie das Videoband? Von der Überwachungskamera der Tankstelle. Es ist keine tolle Qualität, aber es zeigt trotzdem dieses Ding. Was für ein Ding? Das werden Sie schon sehen. Das könnte Mulders Mietwagen sein. Die gleiche Marke. Und er sieht doch aus wie Mulder. Haben Sie ihn denn schon mal gesehen? Nein, nur auf Fotos. Der Kerl ist gestern Nacht beim Lagerhaus gewesen. Anderer Lastwagen, gleiche Firma, Gordon's Hauling. Charno, Washington. Also, was halten Sie davon? Was war das? Ich habe keine Ahnung, aber seine Verletzungen sind identisch mit denen der Leute von der Tarakan. Und alle elektronischen Geräte der Tankstelle haben nicht mehr funktioniert.